Beziehungsweise so weit überladen, dass man es dann tragen kann. Ja, okay. Geh im Wald raus. Wir kommen nicht raus, wir bringen das auf, oder? Warte, ich kam von links von hier. Da komme ich durch, aber ich komme hier nicht mehr durch. Das zu meinem genialen Plan. Jetzt. Mein richtig genialer Plan geht soeben schief. Kommt hier vielleicht. Schön, dass ein Hase dreht, aber was bringt mir das, die Information? Komme ich auch nicht durch, ne? Nee. Tja, dann muss ich doch weitergehen. Das zum Ausrauben und Freude, Freude, Freude und weg damit. Nein. Es ist wenigstens ein schöner Gang hier, wo man echt nicht verlieren kann, den Kampf, wo man auch nicht abhauen kann. Das ist super, aber abgesehen davon, ich will XP kriegen. AP, Verzeihung, aber ist doch eine Sauerei. Ist echt nicht schön, dass sie einem das jetzt wegnehmen. Das kann nur ein fieser Bug sein, vielleicht weil ich so viel Geld habe. Ich habe das Spiel ja schon im Prinzip beschissen, aber wieso wäre meine AP abgezogen? Das verstehe ich beim besten Willen nicht. Und vor allem bleibt das jetzt so, oder ist das bloß wie eine Sache von ein, zwei Kämpfen, bis es raus ist, der Fehler? Ah, kein Platz für irgendwas, tut mir leid. 6 Abenteuer. Das ist jetzt auch nicht viel, ne? So ist ja nicht. 94. Ja, ich habe was dazu gewonnen. Also scheint jetzt wieder in die richtige Richtung zu zählen. Warum auch mal es vorher anders war. Hoppala. Ist hier ein Geheimgang? Nein. Ist hier ein Geheimgang? Nein. Ist hier ein Geheimgang? Nein. Okay. Einfach nur so ein leerer kleiner Raum. Schön eng. Natürlich Minecraft-Style im Prinzip. Ist doch wieder keine Tür und nix. Oder was meint ihr? Nee. Nichts. Dann gucke ich mal, ob ich hier einen Geheimgang finde, ne? Wie immer speichere ich, weil ich so speichergeil bin. Geht's nicht weiter, ist klar. Auch nicht, ist auch klar. Nee, nee, ist ja logisch. Zack. Ist das überhaupt eine realistische Chance da lang? Doch, theoretisch. Von der Kartenaufteilung her wäre noch Platz. Wenn es danach geht, ich weiß es gar nicht. Tja. Aber hier wird auch nichts gesehen von meinen Leuten. Ich habe ja eigentlich gleichzeitig sehr gute Sinnesschärfe dabei gerade. Müsste eigentlich was wahrnehmen, wenn da was wäre. Nach 10 Versuchen spätestens. Ich weiß auf jeden Fall, dass es das noch nicht ist. Hier geht's noch weiter in dem Dungeon, so questmäßig und so. Ich habe es noch nicht geschafft, was ich schaffen sollte. Gibt's doch einfach nicht. Sinneschärfe. Lass jemand triggern, bitte. Muss hier irgendwas sein. Ah. Gibt es doch nicht. Was ist denn da oben eigentlich? Na, unwahrscheinlich, dass es da weitergeht. Kommt auch überhaupt keine Info von meinen Leuten, gar nichts. Aber ich höre mal ganz kurz nochmal nach. Talent. Nee, Werteanzug würde ich ganz gerne eigentlich. Hä? Hä? Was zum. Talent nicht anwenden. Ich will mein. Hä? Ich will nichts anwenden, ich will gucken, wie meine Werte aussehen. Warum geht das nicht? Warte eine Sekunde, muss ich erst so machen vorher? Hä? Ich glaube, ich habe das Spiel gebrochen. Ich habe es kaputt gemacht. Mit irgendwas. Der Schummelei vielleicht. Ich kann meine Werte nicht mehr ansehen. Ich kann auch hier auf Attacken nichts nicht ändern, wie es aussieht. Vor allem mit zurück gehe ich automatisch zurück. Das war normal doch. Ja, supi. Ich wollte nur meinen Leuten die meiste Sinneschärfe hat, aber. Das will mir das Spiel nicht erlauben. Ich meine, es muss hier irgendwas geben, weil ich komme jetzt auch aktuell, wie gesagt, gar nicht raus. Da ist ja auch der Weg nach draußen versperrt, bis ich wirklich jetzt hier lang gegangen bin. Das heißt, ich muss hier irgendwas finden können, auch mit Low-Level-Charakteren. Wäre schön doof, wenn nicht. Wobei ich fairerweise davon ausgehe, dass der erste Kampf mich hier und die ersten beiden Kämpfe ein Level nach oben bringen, damit ich meine Sinnesschärfe ein bisschen erhöhen kann. Das ist ja auch nicht passiert. Das Gegenteil war der Fall.
Aha. Bei genauem Hinsehen entdeckt Taya eine Geheimtüre in der Wand. Nach kurzer Hand öffnet sie sie. Guck einer an. Geht doch nicht gleich so. So, okay. Hier ist offenbar auf den ersten Blick nichts weiter. Ein Kampf. Ein echter Pirat. Puderkampf. Nee. Einfach draufhauen, würde ich sagen. Na, doch nicht der Magier. Niemals der Magier. Ha! Hörst du wenig Schaden? Ich werde kein Gift drauf, oder was? Sie hat auch... Flatsch. Silberschmuck. Ist mir egal. Ja, ich will ihn mitnehmen, weil... Weil wir hatten noch was zum Wegwerfen, ist die Frage, ne? Zauberstrang, Dietrich hinein auf keinen Fall. Mehr, was haben wir noch Schönes? Skraja. Ja. So, was war's? Ist okay. 30! Wieso habt ihr eine jetzt 30 Punkte? Aber immerhin. Oho! Und die auch schon viel mehr als die anderen. Ja, 4 Punkte immerhin. Das ist hier der Schlösserknacker an Bonus-Dingens. 30 Erfahrungspunkte, immer noch ein Level nach oben. Ah, Mann. Für einen Gegner bloß. Ich meine, der hat jetzt aber auch normal 4 Leben gehabt. Wahrscheinlich war er im Schaden, den austeilt er dann besser gewesen. Irgendwas muss an ihm gewesen sein, was Besonderes, dass er ja so viel XP gibt. Ist ja echt krass. Und es war ein leichter Kampf. Na gut, natürlich geschummelt leichter Kampf, weil was willst du machen? Ich hab ja... Gift drauf gehabt. Apropos, wer hat gerade wenig Schaden gemacht? Du, ne? Sollst mal gucken. Doch. Ist eindeutig noch vergiftet, Danax also nicht. Dann zielst bei Kontern vielleicht generell nicht. Oh! Das wird mich jetzt hopefully ein Level nach oben bringen. Wir warten mal ab. Ja, genau. Umzingelt meine beiden Tanks, ihr Idioten. Hahaha. Oh, 7 Schaden. Frontalangriff. Oh. Igitt. Was war das denn jetzt? Pfeil und Bogen, ich glaub's auch. Ist aber nicht in Ordnung. Dafür müsst ihr leiden. Irgendwann. Wenn ich soweit bin. Dauert noch ein bisschen. Erstmal in Sicherheit stellen vor seinen Typen, damit er mich abschießen kann. Ist ja logisch. Also echt viele Gegner auf einmal. Ich bin schon ganz froh, dass ich tatsächlich mich mit Gift ausgerüstet habe. Zum einen zum besseren Kämpfen, natürlich, klar. Zum anderen, dass ich auch relativ kurz vom Level-Up bin. Wäre ich jetzt hier gewesen ohne alles, danach garantiert ein Level nach oben wäre. Und danach entsprechend wiederum besser gewappnet für die nächsten Kämpfer, die kommen. Dann, da kommen schon noch ein paar mehr. Ja, komm. Ach, schon fast tot jetzt mit 206 Schaden. Ich bin voll gut. Schöne Kette aufgebaut. Das sieht auch schön aus. Genau, umzingelt den Zwerg, der kann es vertragen. Nein, ehrlich, der kann das. Ist alles in Ordnung. Ja! Konter und trotzdem hoher Schaden. Siehst du, es geht offenbar doch manchmal. So, einer weniger auf jeden Fall. Oh, ich würde so gerne meine Sachen, die ich jetzt habe, verkaufen gehen. Das ärgert mich sehr, dass es gerade nicht geht. Hoppala. Ich werde jetzt 4 Dinge, die ich jetzt einfach mitkriege, nicht tragen kann. Das ist schon ärgerlich. Weg versperren, sag ich dir. Weg versperren. Der wird bestimmt gleich fliehen da oben, der Typ. Und ich will auch sagen, die hau ich dann ohne Gift K.O. Einfach, was nicht nötige ist. Hä? Ich aus der Entfernung kann er mit dem Bogen angreifen? Das geht gar nicht, weil so nah dran oder so Meldung kommen müsste. Merkwürdig. Hier oben ist immer in Ruhe, wie gesagt. Wir nehmen den da. Das andere wäre Verschwendung gewesen. Kann man sagen, wie es ist? Zack. Den verhauen wir ganz auf normale Art und Weise. Beim Krieger. Das läuft schon. Na. Normal. Zack. Zwischengesetzt. Einmal abwarten. Aber Rübenkrieger, natürlich darf dann der Alp auch ein bisschen draufhauen an der Stelle.
Ausnahmsweise mal. Ich gönne ihm das mal auch mal, einen Gegner zu töten. Autsch. Ich muss da tatsächlich... Nee, falsch. Muss da tatsächlich bald mal jemanden heilen. Nee, nicht das. Das geht ja so nicht. So, weg mit dir. Lieber so, dass da von mir angegriffen wird. Das muss nicht sein gerade. Da. Ich würde ganz gerne gucken. Ich muss es gut. Ich kann ja gerade reingucken, ob der Alp auch gute Heilungswerte hat. Wobei es halt sowieso nicht geht gerade, weil ich habe halt eben erst geheilt. Wie gesagt, das dauert ein bisschen, bis man es wieder anwenden kann. Vorsichtig, bitte. Einfach um zu sehen, ob ich dann jetzt doch einen anderen besseren Heiler habe für Firion. Aber ich glaube tatsächlich, es waren die beiden gewesen, die das Heiler haben wollten, die beiden Elfen. Ah ja, nein, glaube ich nicht, dass da noch was ist. Was anderes, was helfen könnte. Na? Aggressiv! So wird's gemacht, Elf. So wird nicht anders. Hau! Die darf gerne ein bisschen einstecken, der kann es ja ab. Mit fast vollem Leben, alles in Ordnung. Ganz vorsichtiger Angriff, ja? Ach nee. Noch eine zerstörte Waffe, ich halte das ja nicht aus. Ich habe schon vorsichtig gemacht, um das eben zu vermeiden. Hat nicht gebracht an der Stelle. Er hat ja auch ein Schwert, ne? Das heißt... ja, was heißt das? Das heißt... Ach, ich muss wieder aufpassen. Dass ich jetzt ein Schwert brauche, würde ich wieder alternativ. Ich meine, ich habe noch viele Rapiere, so ist nicht. Die ich mir... Ach, was soll's. Die ich ihm vorübergehend geben könnte. Aber ein Schwert ist hier zum Beispiel nicht dabei. Eine Orknase. Ich glaube, die war echt gut. Schlüssel. Goldschmuck. Ja, wir schmeißen was weg, komm. Zum Beispiel... Ich würde gerne einen... Oh, mal, ich hab ein... Ist das ein kaputtes Schwert, ne? Das schmeißen wir weg. Komm. Ja, wirklich. Goldschmuck. Ja. Gibt bestimmt Geld. Durin, was hast du denn schön? Ach, auch ein Schwert? Aha. Ich dachte, diesen Hammer kann ich auch wegschmeißen. Bin mir nicht ganz sicher. Oder Brecheis? Ich hab kaum mal beides brauchen. Muss ich mal nachgucken. Das will ich jetzt nicht machen. Das ist mir gerade zu riskant. Ja. Schmeißt du Schönes weg. Empfehlungsschreiben. Auf keinen Fall. Hier ist Graja. Ja, wirklich. So. Die Orknase. Oh, mitgenommen. Fertig. Okay. Ja! 48 und Level up. Das ist doch vernünftig. So. Auf jeden Fall. Alle müssen bei mir um die 15 Körperkraft haben, würde ich behaupten. Ab dafür. Körperkraft. Zack. Yeah. Negativ runter. Wie wär's denn mit, Goldgier ist mir zu hoch, ne? Komm, weg damit. Ich hätte Aberglaube nehmen sollen, vielleicht. Für mehr Magieresistenz. Egal. Auf 8, sehr schön. Sephiroth ist dran. Natürlich auch Körperkraft, ist ganz klar. Zack. Und 2 Bewegungspunkte dazu bekommen, trotz Überladung hier. Hammer. Also ich bin nicht mehr beladen, so. Super gut. Kann ich es niedriger machen? Ich glaube nicht. Nein. Weniger als 2 ist nicht drin. So. Dann nehmen wir mal die Raumangst oder die Totenangst, würde ich sagen. Oh, was ist misslungen? Ach stimmt, was gibt's hier auch? Magieresistenz verändert sich? Wieso das denn? Aber es Körperkraft erhöht. Hm. 2 Punkte. Oh, nur 2 Lebenspunkte dazu. Ich halte es nicht aus. Aber offenbar sind echt alle Level hoch. Das ist wunderbar. Zack. Goldgier-Zwerg. Brauchst du nicht. Oh, ich halte das nicht aus. Auch ein 7er Wert ist misslungen. Oh. Das ist echt abartig. So, positive Eigenschaft. Wie gesagt, Körperkraft. Immer eine tolle Sache. Was brauchen wir denn nicht? Raumangst will ich nicht haben. Oh, Miedermisslung, das gibt es doch gar nicht. Auf Leben dürfen gerne 4 gemacht werden. Oder sagen wir 3 auf Leben. Die brauchen einfach so 5 Punkte, ne? Während ich gerade 2 Punkte bloß bekomme beim Krieger,
kann sie hier 5 Punkte theoretisch zu Leben zuweisen, aber punktgenau und dann auch immer noch 2 haben für Astralenergie. Also, das ist doch alles irgendwie Schiss. Ich darf jetzt keinen Zauber verteilen und so weiter?